Ahoi Freunde der Küste, willkommen zum zweiten Tag meiner Westernwoche hier auf diesem Kanal. Heute gibt es den zweiten Waggon von dem klassischen Westernzug der Firma Blue Bricks hier, und zwar den Kombüsewagen in diesem coolen Rot. Und um das vorwegzunehmen, mir gefallen die Waggons bisher wirklich richtig, richtig gut. Die Klemmkraft der Steine scheint sich jetzt hier deutlich verbessert zu haben. Oder der Hersteller hat gewechselt oder ja, der Hersteller hat sich verbessert. Das kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall habe ich ja von Blue Bricks schon öfter Sets gebaut und gerade Kleinteile, also Einer-Plates oder sowas ähnliches, auch Einer-C-Clamps, sind ja gerne mal abgefallen oder haben gar nicht gehalten. Und bei diesen Sets, also gestern der Güterwagen und heute der Kombüsewagen, habe ich nicht einen Teil gehabt, was nicht gehalten hat. Die Klemmkraft war durchweg wirklich ausgesprochen gut. Teilweise sogar so straff, dass es da für ein Kind vielleicht ein bisschen schwierig wäre, die Plates zusammenzudrücken, aber an Kinder sind die Sets auch nicht gerichtet. Aber ansonsten könnten das auch Kinder bauen, weil, wie gesagt, da fliegt wirklich nichts ab. Bis jetzt, top, 1A. Einzig und allein die Optik der Steine ist mal wieder jetzt bei diesem Wagen, vor allem der heute dran ist, so ein Ding. Also die Steine sehen schon gebraucht aus, als wären die lange in der Kiste unterwegs gewesen. Gerade so bei den Fliesen ist das zu sehen oder auf großen, glatten Flächen. Ja, das finde ich wirklich immer noch schade, aber irgendwie hatte ich trotzdem richtig viel Bauspaß gehabt. Und mir gefällt das Ding, wenn es optisch fertig ist, so vor mir richtig gut. Also deswegen jetzt ganz viel Spaß hier bei Teil 2 meiner Westernwoche beim Kombüsewagen. Und lasst gerne ganz viele Kommentare unten drunter, wie ihr das hier so findet. Los geht's! Tag Nummer 2 hier im Western-Spezial und jetzt wieder dabei ein Set von Blue Bricks. Natürlich, denn es geht hier um deren Western-Sets. Und ich habe euch heute mitgebracht den Classical Western Train Caboose Wagon, würde da hinten jetzt dran stehen. Caboose, also ich habe das mal frei übersetzt, das heißt so viel wie Kombüse, könnte aber auch heißen Begleitwagen vom Güterfahrzeug oder Dienstwagen oder so ein Zugbegleiterwaggon, irgendwie sowas. Also ist so ein Begleitfahrzeug, könnte auch ein Bremserwagen sein, gab es auch mal als Übersetzung. Also ja, so ein Servicewagen würde ich es mal frei übersetzen. Kombüse bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so gedacht ist. Auf jeden Fall haben wir hier die 102895. Und was hier drin ist, gucken wir uns direkt einmal an. Gar nicht viel Trara gemacht, denn hier ist sowieso nicht viel auf der Box zu sehen. Zum Vorschein kamen hier jetzt 8 Tüten mit verschiedenen, ja, die verschiedensten Sachen hier drin. Wir haben hier dieses Mal keine Grundplatte dabei, also wird der Wagen hier frei gebaut. Wie gesagt, ohne Grundplatte, schöne Farben, schwarz-rot, viel mehr ist hier nicht drin. Den baue ich jetzt auch auf und auch dann zeige ich euch den hier natürlich, wenn er fertig ist. Und fertig ist der Kombüsewagen genau jetzt. So, und ich muss schon mal vorab sagen, auch der gefällt mir wirklich, wirklich gut. Es ist nicht alles Gold, was glänzt bei diesem Set, muss ich auch ganz, ganz klar sagen. Und ich werde jetzt mal mit den negativen Dingen anfangen. Eigentlich soll man ja mit den positiven anfangen, aber ich mache es mal andersrum, damit wir zum Schluss hier mit guter Stimmung aus dem Video rausgehen, ne? Ich denke, das ist eine gute Idee. Also, was gibt es hier zunächst zu sagen? Also, schaut euch den einmal von außen rum an. Der ist schön gestaltet. Der hat eine schöne Farbe, wie ich finde, also schön farbenfroh, nicht so langweilig und eintönig, wie das ja auch ganz oft schon der Fall war bei Güterwaggons oder generell Waggons. Ich meine, es macht ja auch Sinn, die sind nicht bunt und strahlend. Und das war einmal die Optik von außen. Zwei, drei Sachen hatte ich beim Bau gehabt. Eins war, dass ich die Grundplatte hier, also es ist ja keine Grundplatte aus einem Guss, es sind mehrere Plates übereinander. Und ich habe hier große 2x12 Plates drin, glaube ich waren es, 2 Stück. Und die werden auf eine Schicht Plates draufgeklickt. Und wenn ich das mache, in dem Moment biegt sich das ganze Ding extrem durch. Also, es ist dann so geformt gewesen, also massiv geformt gewesen, nicht nur ein bisschen, sondern extrem. Und es hat sich dann erst gerade gezogen, so einigermaßen, als hier diese Schicht Plates draufkam. Die hat es dann durch diesen Übersatz hier so ein bisschen gerade gezogen. Das war, ja, das war nicht schön, aber jetzt am Ende sieht man es fast gar nicht mehr, dass da eine Biegung drin ist. Beziehungsweise, ich gehe sogar so weit und sage, man sieht es einfach gar nicht mehr. Dann ist es so, dass die Rottöne, naja, verschiedene Farbtöne haben. Am stärksten aufgefallen ist es mir tatsächlich hier bei den Plates. Von der Seite sieht man das gar nicht so doll. Jetzt finde ich ganz gut eigentlich. Von oben war es aber zu sehen, also die hier ist wesentlich heller als die hier. Das sieht man auch live besser als hier auf dem Video. Und auf der anderen Seite auch. Also diese lange Plate hat eine andere Farbe als die kürzere Plate. Ansonsten geht es eigentlich. Es war minimal gewesen. Bei diesen Plates fiel es einfach auf. Ein Punkt, den ich wirklich schade finde, wenn ich das Ding auf Schienen benutzen möchte, sind die Drehgestelle hier unten. Die sind relativ fest und ich weiß gar nicht wieso. Hier könnt ihr mal schauen. Also das fällt nicht zurück in die Ausgangsposition, nur das Dach fällt ab, aber das soll auch. Also das bleibt so stehen. Und auf der Gleisanlage, ich habe das mal probiert, über Schienen rollen zu lassen, die haben zu tun, sich in die Ausgangsposition zurückzudrehen.
Ja, weiß ich nicht. War bei den anderen Waggons überhaupt nicht so. Also bei dem, den ich hier vorgebaut habe und bei dem Passagierwagen, der morgen noch im Video kommt, ist das in keinster Weise so. Ist nur bei dem. Weiß nicht. Naja, wie auch immer. Und dann noch ein Punkt zur Anleitung, den ich... Es ist... Ja, also die Anleitung bei Blue Bricks werde ich nie so richtig verstehen, warum manche Sachen so gemacht werden, wie sie gemacht werden. Das wird am Sonntag im Video auch nochmal bei einem anderen Set zu sehen sein, also bei dem großen Gebäude, welches hier kommen wird. Da sind einfach manche Reihenfolgen nicht so sinnvoll. Also, der Reihe nach. Das Dach können wir hier einmal abnehmen. Zunächst einmal das kann ich abnehmen. Und dann habe ich hier, ja, einfach ein Dach mit ein paar Scheiben. Die Scheiben sind, ja, sind zerkratzt, haben Macken, sind an sich aber relativ klar, nur eben extrem used Optik. Und generell war es bei dem Set hier wieder so, dass mir aufgefallen ist, die Steine sehen sehr, sehr, sehr gebraucht aus. Die hatten eine super, super Klemmkraft, die war kernig, das passt alles, hier fliegt nichts ab. Also Klemmkraft der Elemente wirklich top, 1A, gibt's gar nichts. War bei anderen bzw. älteren Sets schon anders gewesen. Hier keine Probleme bei der Klemmkraft. Also ihr könnt die Steine wirklich für andere Sachen benutzen, wenn ihr mit der Optik hier leben könnt. Und die Optik ist immer, ja, ist bei den Slops schwer einzufangen und bei diesen hellen Fliesen. Die sehen einfach gebraucht aus, als wären sie schon viele, viele Tage, Wochen, Monate, Jahre in einer Wühlkiste gewesen und hätten schon den einen oder anderen Spieleinsatz hier durchlebt. Und bei den Rottönen fällt das auf und vor allem bei den schwarzen Teilen ist das sehr, sehr, sehr deutlich gewesen, dass die wirklich used aussehen, gerade bei den schwarzen Fliesen. Ja, damit müsst ihr einfach leben. Aber die Verbaubarkeit war diesmal wirklich, ja, ich möchte sagen, erstklassig. Hier und da sogar ein bisschen schwer zusammenzudrücken, also die Plates hier unten im Unterteil waren relativ sportlich zusammenzuquetschen. Ein Kind hat da, glaube ich, Schwierigkeiten. Ist auch nicht an Kinder gerichtet. Aber wenn das klappt, dann wäre das auch hier für Kinder bespielbar, glaube ich. Da fliegt nichts weiter ab. Nur der Aufbau ist halt ein bisschen schwierig, weil die Klemmkraft tatsächlich bei den Plates sehr, sehr hoch ist. So, aber ich wollte hier oben weitermachen. Ich kann das Dach abnehmen. Ich kann das in einem Stück abnehmen. So, mit den Leitern dran. Oder ich kann es auch nochmal hier teilen, weil das hängt ja nur auf einer Noppe. Und jetzt komme ich zum Punkt, den ich witzig fand. Denn in der Bauanleitung ist das wie folgt gestaltet. Dieses Teil hier, also diese beiden Teile, werden in der Anleitung so draufgelegt. Und hier. So, und das ist ein Bauschritt. Und dann liegt das da so. Und im nächsten Bauschritt baue ich dann dieses Dach hier und setze das dann drauf. Ist natürlich Quatsch. Also das muss zuerst hier dran. Und ja, das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, die Anleitung ist halt einfach in der falschen Reihenfolge. Ansonsten ist das Dach hier ganz simpel gebaut. Wir haben oben so eine kleine Leiter drauf, ganz viele Slopes und Fliesen, links und rechts jeweils eine Leiter dran, unten eine Plate als Grundplatte. Wunderbar, stabil, naja, ziemlich stabil. Einzig, dass es hier nur auf einer Noppe hängt, ist ein bisschen wackelig, aber das fällt jetzt nicht sofort auseinander. Also ihr seht schon, ich kann es auch hier anfassen auf einer Seite und es fällt hier oder hier nicht sofort ab. Also die Klemmkraft ist wirklich mehr als ausreichend. Die ist wirklich gut. So, ich kann es jetzt auch so hinstellen hier, da bricht auch nichts zusammen. Top. So, kommen wir jetzt zu den Wagen und zu den weiteren guten Sachen. Wir haben hier zwei große Zugtüren, die gefallen mir richtig gut. In schön rot kann ich natürlich aufklappen, also bis hier geht's nur, weiter geht's nicht. Und zuklappen. Auf der anderen Seite natürlich genau das gleiche. Hier diese Bremsräder sind dran, ich glaube, das sind Räder zum Bremsen. Und dann drin eine schöne Einrichtung hier in dem Kombüsewagen, wie er genannt wird. Es ist ja eher so ein, ja, Schlafwagen, Dienstwagen für die Mitarbeiter des Zuges, glaube ich. Hier hängen Waffen drin, hier kann man kochen und ein Safe. Ja, ist wirklich eher so ein Dienstwagen, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir hier, wie gesagt, coole Gewehre. Die sind schön, dass die dabei sind. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ist doch ganz simpel gebaut, kann ich kurz rausnehmen. Einfach hier so eine ganz einfache Konstruktion mit Brick Modified. Schön gemacht und eine coole Geschichte, hier so ein paar Gewehre dabei zu haben. Aber es gehört zum Wilden Westen natürlich dazu. Ansonsten haben wir hier diese Art Tresore, wo jetzt nichts drin ist, die als Herd fungieren. Obendrauf dann einmal eine Bratpfanne und hier so eine schöne, ja, Teekanne. Und hier auf der anderen Seite noch einen gebauten Safe. Dann ein Bett und das Bett ist richtig schön gebaut. Das hat mir gefallen. Ich versuche es mal rauszuholen, es klappt. So, dann mache ich mal den Slope hier ab. Und ich mache das auch nochmal ab, damit ihr das besser sehen könnt, wie das hier aufgebaut ist. Und ihr seht schon die Klemmkraft. Oh, die ist echt gut. So, jetzt. Hier sind Jumper Plates. Hier ist eine 1x4 Plate. Beziehungsweise doch eine 1x4 Plate, eine 1x1 Plate und hier auch eine 1x1 Plate. So. Und dann ist es wirklich so gebaut, dass die Plate schwebt in der Luft, die 1x1, da ist nichts drunter. Aber so dargestellt, als wäre da was drunter, mit Hilfe dieses Ingots hier oben. Hier unten die Plate schwebt auch in der Luft, wird nur festgehalten durch den Slope. Und durch diese Art und Weise der Jumper Plates und der Anordnung generell dieser Plates da unten drunter, bekomme ich das hin, dass ich hier ein Bett gestalte mit einer Decke und einem Kopfkissen. Coole Sache. Da muss man erstmal drauf kommen, dass es mit den Jumper Plates so funktioniert, dass ich das so gestalten kann. Und das hält auch, da fliegt nichts ab. Also
auch hier der Ingot diesmal ausreichend von der Klemmkraft. Und dann ist das hier eigentlich auch schon der gesamte Innenraum, der mir aber wie gesagt sehr gut gefällt. Hier auf kleinstem Raum möglichst viele Details eingebaut, die, wie ich finde, sehr, sehr, sehr passend sind. So, hier unten die Teile möchte ich euch nochmal zeigen, wie die optisch aussehen. Das ist schon arg zermackt und zerkratzt. Also ihr seht das hier in der Reflexion auch nochmal. Das ist halt, das sieht wirklich gebraucht aus. Ne? Und nicht wie neue Steine, die frisch aus der Tüte kommen. Und so ist es ja. Hier noch ein bisschen schlimmer auf der Seite. Ein bisschen Fingerabdruck drauf. Ja, also glatte Flächen, auch die Fensterrahmen und die Fenster an sich. Ihr seht das hier. Das sieht alles schrammig aus. Diese Bricks natürlich gar nicht. Die haben eine dankbare Form von außen. Und ja, die Fliesen hier oben, die kriege ich jetzt glaube ich nicht in den Fokus. Was geht? Ja, ihr seht's. Also mit den Kratzern hier müsst ihr leben. Ansonsten ist das Ding fahrtauglich, da passt alles, da gibt es keine Probleme. Geht auch im Kurven, obwohl das hier so fest ist, das Drehgestell. Es dreht sich nur nicht 100% zurück. Es bleibt dann ungefähr in der Position stehen, so ein bisschen schräg und rollt aber trotzdem geradeaus, weil die Schienen das halt führen, das ganze Thema. Die Räder haben ja Luft, haben ein bisschen Spiel, deswegen kann es auch ein bisschen schief stehen und es fährt trotzdem geradeaus. Ja, mehr gibt es hier eigentlich gar nicht zu sagen. Mir gefällt das Set wirklich gut und naja, der ganze Zug nachher wird schon cool aussehen in den verschiedenen Farben und diese schönen verschiedenen Formen, die es hier jetzt gibt. Ich baue das Ding jetzt mal wieder zusammen und dann zeige ich euch mal, wie der hier zusammen mit dem Güterwagen aussieht. Und hier könnt ihr jetzt einmal sehen, wie das dann zusammen aussieht. Und ich muss sagen, mir gefällt das wirklich ausgesprochen gut. Das ist eine schöne, ja, ich weiß nicht, das ergänzt sich einfach gut zusammen. Das ist eine schöne Abwechslung, nicht immer das Gleiche. Hier haben wir diesen Güterwagen, dann der ein bisschen länger ist. Dann haben wir hier diesen Kombüsewagen, der ganz anders aussieht. Aber trotzdem, stiltechnisch schon erkennbar ist, dass es dazu passt. Da trägt auch dazu bei, dass die Drehgestelle exakt gleich gebaut sind. Ja, also die Thematik ist ja hier eindeutig zu erkennen. So finde ich jedenfalls, ne? Das müsst ihr für euch entscheiden. Aber mir gefällt das wirklich richtig gut. Und ich finde es cool, dass Bluebricks das hier so rausgebracht hat. So, das war's jetzt hier an Tag 2 von meinem Western-Spezial, von meiner Western-Woche. Morgen gibt es dann noch den dritten Waggon dazu, den Passagierwagen im coolen Grün, was sich auch wieder farblich bestimmt richtig gut ergänzen wird. Und am Sonntag ja, wie gesagt, dann das spannende große Gebäude aus der Western-Reihe, welches ich hier euch vorstellen werde. Ja, ich kann jetzt nur sagen, einmal ganz, ganz vielen Dank dafür, dass ihr immer zuschaut. Vielen Dank für die ganzen Abos, habe ich gestern auch schon gesagt. Ich freue mich wirklich riesig darüber. Und das große Ziel sind ja 1000 Abonnenten, wo es dann noch eine Verlosung geben wird. Das, wie gesagt, am Sonntag nochmal ein bisschen genauer. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei eurem Hobby. Wir sehen uns morgen hier hoffentlich wieder im letzten Video von den Waggons. Und bis dahin, vielen, vielen Dank und tschüss hier von der Steinküste.